Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem zweiten Temu-Haul. Falls ihr Temu noch nicht kennt, das ist eine App, da kriegt ihr Artikel von A bis Z. Beauty, Haushalt, Dekoartikel, Bettbezüge, Bettlaken, Schuhe, was habe ich noch nicht aufgezählt, Haustierbedarf. Und ich muss sagen, für diese günstigen Preise ist das wirklich eine richtig gute Qualität. Was ihr bei Temu noch habt, ist kostenloser Versand und kostenloser Rückversand innerhalb von 90 Tagen. Genau, und wenn du die Temu-App noch nicht hast, dann lade sie dir jetzt kostenlos runter und mit meinem Gutschein erhältst du ein Gutscheinpaket von 100 Euro. Ja, genau. So, und jetzt starten wir mit dem Temu-Haul. Ich war schon lange unzufrieden mit der Situation meiner Schuhe und ungeordnet. Und im Hausflur sah das einfach nur chaosmäßig aus. Und deswegen bin ich so, so glücklich, dass ich mich für dieses Schuhregal hier entschieden habe. Ich finde, die Ordnung ist jetzt einfach wunderbar. Unter kann man auch noch irgendwas stellen. Und ja, so sieht gleich der Flur viel geordneter aus. Ich blende euch die Preise hier ein. Und übrigens in der Infobox findet ihr nochmal alle Artikel, die ich hier gezeigt habe. Inklusive Preisen und genau, den Gutscheincode habt ihr dann auch nochmal unten stehen, falls ihr die Temu-App noch nicht habt und ja, sie euch laden möchte. Dann habe ich mir für unseren Flur, das sah da immer so leer aus und ich dachte mir, irgendwie könnte da so eine schöne Beleuchtung hinkommen. Da habe ich so eine Mondlichtlampe, so eine LED-Mondlichtlampe gesehen und ich denke, mein Gott, die ist richtig schön. Das Geniale daran ist, ihr könnt das mit so einem USB-Ladekabel quasi an der Steckdose oder wenn ihr so einen USB-Port habt, einfach aufladen und ihr habt verschiedene Modi, verschiedene Lichtverhältnisse, einmal orange, einmal, ja, zeige ich euch hier im Video. Ich habe das mal eingeblendet, weil wenn ich den Mond so in die Kamera halte, ist das Quatsch, ihr müsst das schon sehen, wenn er an ist. Und ja, wie gesagt, habt ihr eine Fernbedienung dabei, könnt ihn aufladen und ich finde, der sieht richtig schön und macht eine richtig gemütliche Atmosphäre. Dann war ich ebenfalls nicht zufrieden mit der Situation in der Küche. Meine Küche ist sowieso nicht mehr die jüngste, also sieht nicht so toll aus. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwann nochmal eine neue einbaue oder hier vorher ausziehe oder ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist die Küche nicht mehr so die neueste und von daher habe ich da jetzt nicht solche tollen LED-Leuchter unter oder sonst irgendwas. Und ich war immer unzufrieden mit der Situation, dass das immer nicht so schön beleuchtet ist beim Abwaschen oder allgemein abends hatte ich immer so ein kleines Hintergrundlicht da gehabt. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich bei Temu gefunden habe. Das ist so ein längliches Licht. Das gibt es in verschiedenen Größen, könnt ihr euch das bestellen. Ich habe das natürlich vorher ausgemessen. Und das Geniale ist, wenn ihr das festklebt, ist das so magnetisch. Also ihr könnt das dann quasi abziehen. Das könnt ihr quasi auch wieder mit USB aufladen. Und ihr habt auch hier verschiedene Modi. Es kann auch blinken und alles Mögliche. Das fand ich jetzt ein bisschen zu viel für die Küche. Mir hat es gereicht, dass es verschiedene Lichtmodi gibt. Und genau, das macht ein richtig schönes, gemütliches Licht. Ihr könnt das auch ganz hell einstellen oder ein bisschen schummerig. Und ja, also ich finde diese Lampe richtig, richtig schön für die Küche. Und ich glaube, sie hält auch jetzt schon Tag 3. Also ihr müsst das nicht, und ich habe das wirklich lange brennen lassen. Also ihr müsst das nicht direkt nach ein paar Stunden oder so wieder laden. Also es hält wirklich. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Dann bleiben wir gleich mal bei der Küche, weil da hatte ich nämlich schon länger das Problem, dass ich immer die Gewürze alle so nebeneinander stehen hatte quasi. Und das sah einfach total ungeordnet und man hatte keinen Überblick. Und dann musste ich immer auf den Stuhl steigen, weil ich auch nicht gerade die Größte bin und musste gucken, welches Gewürz ich gerade habe. Und da kam mir dieser Küchendrehständer gerade recht und da habe ich quasi die Gewürze eingeordnet. Ich zeige euch das mal eben im Video, wie es nämlich jetzt aussieht. Und so ist die Übersicht echt schön. Ihr könnt da natürlich auch andere Sachen reinmachen oder das ganze Ding in den Kühlschrank stellen und Soßen draufstellen, die ihr dann gerne drehen möchtet, quasi, dass ihr das besser sehen könnt. Und ja. Ja, ich liebe einfach solche Ordnungssysteme und gerade diese Drehsysteme. Das ist einfach, ja, ich hätte mal ein Bild machen sollen, vorher, nachher, wie das vorher aussah mit den Gewürzen und wie es jetzt ist. Das sieht einfach viel, viel übersichtlicher aus. Dann war ich auf der Suche nach einem schönen, bequemen und weichen Bettlaken mit einer guten Qualität. Und da habe ich dieses Rosane hier gefunden und ich finde das wirklich top. Es ist richtig schön weich und ja, habe da auch schon einige Male jetzt drauf geschlafen, ist auch schon gewaschen und ja, wunderbar. Also bin ich auch echt zufrieden. Weil es ist ja manchmal so, dass man bestimmte Produkte dann auspackt und das riecht etwas, aber es hat wirklich überhaupt nicht gerochen. Ich brauchte da nichts irgendwie lüften. Ich habe es einfach ausgepackt und es hat einfach so ja, nach neuen Artikel gerochen. Aber jetzt nicht irgendwie unangenehm oder sowas.
Und sonst hätte ich mich da auch gar nicht reingelegt. Und ja, wie gesagt, habe das gewaschen und also ich schlafe darauf wunderbar. Es sieht schick aus. Und dazu habe ich dann auch noch passende Bettwäsche bestellt. Das ist einmal so ein Zweiteiler mit so einem schönen Blumenmuster. Das könnt ihr auch wenden. Dann habt ihr quasi noch die andere Seite. Und ich finde, das sieht einfach in der Kombi richtig schön aus. Und das fühlt sich auch richtig weich her an vom Stoff. Und da muss ich direkt nochmal zuschlagen bei der Bettwäsche. Da habe ich nämlich nochmal dieses Set hier ausgesucht. Das ist dreiteilig, quasi immer mit diesen kurzen Kopfkissen. Und ja, passt auch wunderbar. Und ich finde, das sieht richtig schön aus. Weich von der Qualität. Wie gesagt, ich habe es auch schon gewaschen, ist nichts passiert und es riecht auch angenehm. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ne, wie ich eben schon sagte, dass man aufmacht und denkt, boah, sondern es hat einfach nur nach neuen Artikel gerochen. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der Bettwäsche. Die sieht richtig, richtig süß aus. So, jetzt kommen wir zu Artikeln, die ich noch nicht vorher irgendwo platziert oder benutzt oder irgendwie in der Anwendung hatte, sondern die sind hier tatsächlich noch eingepackt und die packen wir jetzt mal zusammen aus. Ich weiß auch gar nicht, wie sich dieser, das ist jetzt ein Badewannenteppich, anfühlt von der Qualität her. Also ich habe das noch nicht ausgepackt, das kann man einfach nur so abziehen. Richtig dick, wie ihr sehen könnt. Also das ist, mir gefällt ja gut. Und es ist genau die richtige Größe. Ich glaube, das gab es auch, den gab es auch, gehen wir so ein bisschen zurück, in verschiedenen Größen. Dann bleiben wir mal quasi im Badezimmer. Da habe ich mir, ich fand das so niedlich, weil ich erst letztens die Situation hatte. Ich war unterwegs und hatte da so gewisse Damenhygieneartikel dabei. Und kennt ihr das, wenn ihr dann irgendwie unterwegs seid oder diese auch länger in der Tasche habt, dann kommt ja irgendwie manchmal so Sand rein oder es ist halt irgendwie, finde ich das total unhygienisch und es sieht auch irgendwie doof aus. Von daher habe ich mir mal so süße Täschchen für Damenhygiene. Mensch, was habe ich denn hier? Für Damenhygieneartikel bestellt. Also einmal mit so einem Kaktusmuster hier drauf. Und dann könnt ihr hier quasi hier eure Darmhygieneartikel reinmachen. Hier ist auch nochmal so ein kleines Täschchen, hier zum Beispiel, ne, sowas reinmachen. Original hier rein und dann habt ihr das wirklich gut verstaut. Da kommt kein Schmutz rein, alles hygienisch. Und das sieht auch noch richtig süß aus. Das Ganze habe ich auch nochmal hier mit so einem Pfirsichherzchen in Rosa bestellt. Und ja, wie gesagt, schon alles gut verstaut. Finde ich richtig süß. Das fand ich schon immer so toll, so ein Wurfkissen, so ein Knotenkissen. Ich finde das so niedlich als Dekoartikel, so auf dem Sofa oder auf dem Bett oder wie auch immer. Und genau, da gibt es, glaube ich, auch solche Kürbisse. Wisst ihr, diese Kürbisse, diese weißen, oh, die muss ich auch unbedingt haben für den Herbst. Aber ich will jetzt gar nicht an Herbst denken. Ich bin froh, dass wir erstmal Sommer haben, obwohl es heute, also ja, ziemlich warm ist. Genau, das Knotenkissen. Dann habe ich für meinen Sohn einmal so ein Kekskissen bestellt. Schaut mal, auch richtig süß. Riecht auch noch nichts. So warm. Weiter geht's. Könnte jetzt mal ein bisschen laut werden. Ach so, Moment. Ich glaube, das zeige ich euch auch noch mal im Video eingeblendet. Das ist quasi so ein Wäschekorb. Ich fand den richtig gut. Also den habe ich bereits. Deswegen habe ich mir den nochmal bestellt. Und zeige das mal so. Und blende euch noch mal ein Video rein. Ich habe da zum Beispiel immer so meine Wolldecken drin. Da könnt ihr aber auch alles Mögliche da drin aufbewahren, was ihr, oder halt für so schmutzige Wäsche. Zu guter Letzt habe ich mich dann noch für diese beiden richtig weichen Kissen hier entschieden, beziehungsweise Kissenbezüge. Die Kissen habe ich natürlich selber gekauft. Aber die Kissenbezüge, oh, die sind richtig knuddelig, kuschelig, weich. Habe ich natürlich schon vorher gewaschen. Und ja, die kommen entweder auf mein Bett oder aufs Sofa. Und sind auch richtig schön groß und ja, gefallen mir auch richtig gut. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat der Timo Haul gefallen. Falls ihr noch mal gerne einen sehen möchtet, gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was euch heute am besten gefallen hat. Übrigens, diese Ente da, das Nachtlicht im Hintergrund, ist auch von Timo. Die kann man so drücken und dann ja, geht das Nachtlicht ein. Einmal helle Stufe, einmal dunkle Stufe. Das ist mein Lieblingsnachtlicht. Ich liebe das. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Temu-Haul. Bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.